Wer will glücklich werden, ne? Tja, uns ist klar, dass wir keine Sicherheitsabschaltung haben. Im Fenster sehen sie gut aus. Die Lara, sind Sie da? Was gibt's, Adam? Haben Sie etwas Neues über Vince? Ich habe gerade mit seinem Kontakt gesprochen. Eine Frau, von der er Infos über eine Operation der Dwellys wollte. Aber er ist nie aufgetaucht. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Adam. Tun Sie Ihr Möglichstes, um seine Spur aufzunehmen. Hoffentlich ist er okay. Schlimmer als die Bettler. Gute Frau, laut Ihrer Papiere dürfen Sie sich derzeit nur im Shikashka-Viertel aufhalten. Verletzung der Unterstellung. Sie sind verhaftet. Hände hinter den Kopf. Nach dem Anschlag und dem Mord an Rucker, tolle Ernst. Ich wusste es nicht. Jetzt wissen Sie es. Keine Bewegung. Ich hab doch nur... Ich sagte, keine Bewegung. Sind Sie okay? Er hat sie geschickt, um mich zu töten. Ich weiß zwar, was für eine Art von Mann er ist, aber diese Tiere auf mich hetzen. Ich hab's Ihnen schon im Club gesagt. Wir müssen diskret sein. Sind Sie sicher, dass er die geschickt hat? Wer sonst? Vlester ist kein guter Mensch. Er schmuggelt Waffen, Drogen, Huren, was sie wollen. Und alles geht nach Osten. Jetzt ist klar, dass er weiß, dass ich es weiß. Ich habe die Adresse des Lagers, in dem alles liegt, und den Code, um reinzukommen. Ich soll also die Schmuggeloperation Ihres Mannes hochnehmen? Genau das wollte Vince. Ich sollte ihm die Informationen geben und er wollte dafür mein Ticket raus aus Prag bezahlen. Begreifen Sie nicht, ich muss Vlester heute Nacht verlassen, muss so weit weg von ihm wie möglich. Woher wussten Sie, dass Sie Vince trauen können? Wie kamen Sie darauf, dass er Ihnen hilft? Ich wusste es nicht. Nicht sicher. Ich wusste nur, dass kaum einer jemandem wie meinem Mann die Stirn bietet. Ich hatte gehört, Vince Black sei so einer. Aber als er nicht zu unserem Treffen kam, ich weiß nicht mehr, was ich von ihm halten soll. Meine Hoffnung ruht jetzt auf Ihnen. Können Sie Vince irgendwie anders kontaktieren? Oder wissen Sie etwas, das erklärt, warum er nicht aufgetaucht ist? Ich weiß nur, dass Vince Informationen über meinen Mann wollte. Und dass mein Mann... Vlester kannte den Namen Vince Black. Er hat ihn oft verflucht. Ich glaube, er hatte Angst vor Vince. Was muss ich sonst noch über Ihren Mann wissen?
Vlesta ist wie alle jungen Dwellys. Man kann nicht mit ihm reden. Man kann ihn nicht einschüchtern. Man kann nicht an sein Herz appellieren. Ihn interessiert nur die rechtzeitige Lieferung. Und die Jagd auf alle Frauen, die nicht seine Frau sind. Wollen Sie sich deshalb an ihm rächen für etwas, das er Ihnen angetan hat? Ich habe keine Illusionen. Ich weiß, wen ich geheiratet habe. Er war ehrgeizig, wollte den falschen Leuten gefallen. Aber ich dachte nicht, dass er so ein Monster wird. Er soll wissen, wie es ist zu verlieren und mit eingeklemmtem Schwanz nach Hause trotten. Wenn ich aktiv werde, könnte es sein, dass er es gar nicht mehr bis nach Hause schafft. Ich würde nicht um ihn weinen. Wenn man sich diese Männer ansieht und bedenkt, wie sie uns angegriffen haben, sind sie in größerer Gefahr, als sie dachten. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Und Sie sollten es auch sein. Außerdem bin ich in einer Stunde nicht mehr in Prag. Und Vlesta sieht mich nie wieder. Falls Sie bezahlen können. Also gut, diese Information. Wie viel wollen Sie dafür? Der Preis ist ein Ticket nach Berlin. Und genügend Kleingeld für ein neues Leben. So hatten Vince und ich es abgemacht. Berlin soll eine gute Stadt für Leute sein, die untertauchen wollen. Hier, das müsste reichen, um rauszukommen. In Ordnung. Danke. Mein Mann hat einen Lagerraum neben der Palisade Bank. Der Code lautet 2565. Das ist das Herz einer Operation. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Sie haben die Information, um die Operation meines Mannes hochgehen zu lassen. Lara, die Dwelly-Operation, die Vince untersucht hat. Ich habe die Adresse eines Schmugglerlagers, das er gesucht hat. Vielleicht sucht er immer noch. Oder er hat es über einen anderen Weg gefunden. Diese Informationen. Woher haben Sie die genau? Von der Informantin, die Vince treffen wollte. Sie arbeitet jetzt mit mir zusammen. Das überrascht mich nicht. Sie verstehen es, Vertrauen zu gewinnen, Adam. Eine seltene Gabe. Jedenfalls habe ich eine Spur. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde.
uns anzugreifen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wenn Blaster Sie sieht, wird er... Ich sollte alleine warten. Blaster, hä? Was läuft hier? Warum sind Sie eingesperrt? Ich weiß nicht, wer Sie sind oder was Sie wollen, aber ich gehe hier nicht raus. Sie müssen gehen. Ich habe einen Tipp gekriegt, dass hier eine Schmuggelaktion Dead Valleys läuft. Jemand, den ich suche, hat vielleicht etwas damit zu tun. Und der Chef ist Ihr Freund, Blaster. Blaster ist nicht mein Freund. Er ist ein notwendiges Übel. Sind Sie ein Bulle? Ich weiß alles über Bullen. Die in Gollum haben sich immer ordentlich vorgestellt. Ich bin nicht wie die. Ich bin nicht von hier. Mein Name ist Olivier. Vor 5 Monaten zog man mich aus einem Zug. Keine Fahrkarte. Die Überprüfung ergab, dass ich vor Jahren auf der Uni bei einer radikalen Gruppe war. 50 Studenten. Ein Nichts, aber genug, um mich nach Gollum zu verfrachten. Seitdem habe ich jede Minute versucht zu entkommen. Jetzt habe ich es fast geschafft und das machen Sie mir nicht kaputt. Die Dwellys nehmen Sie für Geld als Fracht mit. Es muss bessere Wege raus aus Prag geben. Keine legalen. Nicht für mich. Blaster ist meine beste Chance, an den Kontrollpunkten vorbeizukommen. Ich habe sein Geld und er bringt mich bis nach Abia. Ich gehe nicht zurück nach Gollum. Wissen Sie, wie schlimm es dort ist? Gollum war und ist die Hölle. Ich verstehe, dass man alles tut, um möglichst weit wegzukommen. Wenn Sie das glauben, müssen Sie fliehen. Ich habe Vince versprochen, dass ich die Regeln befolge.
Wenn Vlaster sie hier findet, wird er paranoid, sagt den Deal ab und ruft Vince an. Vince? Vince Black? Welche Rolle spielt er dabei? Ihn musste ich bezahlen, um zu Vlaster zu kommen. Wo war das? Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Im Keller eines Lebensmittelgeschäfts in Devney-Opwood. In der Nähe der Tore. Mehr weiß ich nicht. Bitte, das ist meine Fahrkarte, verstehen Sie? Versprechen Sie's! Ich bin hier, um rauszufinden, was mit Vince Black passiert ist. Können Sie mir mehr über sein Geschäft erzählen? Du zahlst den Bullen in Gollum viel Geld und sie bringen dich zu Vince Apartment. Dann bezahlst du Vince. Vlaster holt die Fracht ab und du bezahlst Vlaster. Vlaster und Vince hatten einen Streit. Es ging um Geld und um diesen Ort hier. Vlasters Männer haben mir die Augen verbunden und mich hergebracht. Ich soll warten. Es ist Vlaster. Sie können nichts daran ändern, dass die Dwellys Waren durch die Stadt schmuggeln. Es ist ihr Job. Und den werden sie immer machen. Wenn sie diesen Truck aufhalten, schaffen andere es trotzdem. Der einzige Unterschied ist, dass los, ich dann nicht mitfahre. Auf den Truck. Ich treffe Köpke um 9 Uhr im Club. Katka wird warten müssen. Wer schickt dich? Ich bin der Typ, der deine Schmuggelei von illegalen Waren ein für alle Mal beendet. Vlaster, bitte. Ich kenne ihn nicht. Ich hab genug gehört. Du bist ein toter Mann. Respektiert heute. Wo kommt er?